Boah, muss man direkt zu Beginn Dinge einstellen. Untertitel. Lass erstmal an. Woher? Nee. Deutsch, Deutsch. Wieso? Nie. Mit mir. Die weniger mit Action spielen, oder? Ja, dann Standardausrüstung. Jo. Was schnell. Was die Möglichkeit sofort nach Abschluss da. Ups. Nein. Ach, Fotomodus am Arsch. Das werde ich sehen. Grafik. Ja, komm, gib mir Ultra. Gib's mir hart und dreckig. Dynamische Auflösung, ja. Schärfe. 40. Bitfrequenz. Ja, 144. Mehr packt mein Monitor nicht. Ich habe einen 144 Hz Monitor. Nie. Wer benutzt sowas? Ja, das finde ich tatsächlich ganz nett. Latenz des Systems. Reflexion auf Material. Blumenschäder, ja. Grafikkarte passt. Monitor passt. Anzeige randlos. Finde ich schön, dass es voreingestellt ist. V-Sync, ja bitte. Musik. Gehe ich mal auf 80 runter. Stimmen. Bleiben wir bei 100 und Effekte. Ich glaube, die fetzen so ein bisschen. Upsala. Gehe ich auf 70 runter? Nein. Immer noch nicht, bitte. Textsprache Deutsch. Untertitel reich aus. Wow, das ist auch für Blinde. Wenn ich Untertitel an habe, dann bitte auch mit Sprechernamen. Dankeschön. Hey. Ich hab einen Dual Sense Controller, also gib's. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Gott, ich muss Dinge tun. Ah! Dämlich, R1 nicht L1, ich wundere mich, warum ich getroffen habe.
1971. Nächster Schlucht. Republik del Vecchia. Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur den Dominus. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Wach auf, Wyvern. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Ja, ich weiß. Bewegung, Wyvern! Das Hauptmenü, drücke. Ich glaube, das ist die rechte Taste, um außerhalb von Zwischensequenzen in der Zeit das Hauptmenü aufzurufen. Und System. Ja. Okay, war rechts. Reiter System kann Einstellungen vorgenommen werden. Zusatzinhalte können nach Abschluss des Hauptauftrags Zufallsbegegnungen im Hauptmenü unter dem Reiter System abgerufen werden. Oh, schade, ich kann das Touchpad aber nicht bedienen. Hier ist gleich die Hölle los. Wir haben keine Zeit. Weil ich habe mir jetzt Final Fantasy 16, noch während der Vorbesteller-Episode oder Vorbesteller-Phase auf Steam geholt. Bis zum 17. Oktober gibt es jetzt noch Vorbesteller-Boni abzugreifen und ich dachte mir, ja, 16 will ich sowieso spielen, dann hole ich es mir halt jetzt mit Vorbesteller-Boni. Verlieren! Bewegung! Und jetzt muss ich tatsächlich direkt mal auf eine Nachricht antworten. Auf Discord an. So, kann ich auch hier zerspeichern? Nein. Gerade rechtzeitig. Sind wahre Bestien. Wenn
Wenn's so weitergeht, dann brauchen die ihren neuen Dominus gar nicht. Was? Den Toren! Schneller! Los! Jetzt auf einmal weigert ihr euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug! Havel, der König ist unser Gast! Und sein Entscheid ist final. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Dalmekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also, bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Großkotz. Benedikta. Gib Acht. Gibt der Löwe etwa Acht, wenn er Hasen jagt? Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedikta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Ganz schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Gut, jetzt fallen wir zwar nicht auf, aber ich habe gerade einen Autosave gesehen.
Deswegen bedanke ich mich an... Was im Steam-Shop kaufen? Deswegen bedanke ich mich an der Stelle mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr fandet den Einstieg interessant. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf dieses Projekt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.